wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatennomaden. Und wisst ihr was? Dieses Intro, dieses einen wundervollen guten Morgen, hat noch nie gefühlt so gut gepasst wie heute. Zieht euch das rein. Setzen wir uns kurz mal hier zusammen auf die Fensterbank und genießen einfach einmal diesen blauen Himmel und dieses warme Wetter. Kurze Hose. Herrlich. Heute beginnt der Sommer. Okay, genug genossen. Jetzt geht's an die Arbeit. Und zwar kennt ihr die junge Dame, Andrea Morgenstern. Wundervolle, wundervolle, wundervolle Menschin. Kommt nachher zum Interview zur Awesome People Conference zu Besuch. Und das wollen wir natürlich noch gut vorbereiten. Vorbereitung, check. Leute, ich habe noch eine äußerst steile Ankündigung zu machen, die sich gestern oder vorgestern ergeben hat und mir eingefallen ist, dass ich sie noch nicht rausgehauen habe. Und zwar, die Awesome People Conference, das Awesome People Conference Lineup wächst noch um eine weitere Person. Richtig fett. Jetzt haben wir dann punktgenau 30 Leute an Bord. Und zwar, mir ist es gelungen, noch jemand weiteres ins Boot zu holen. Und zwar jemand ziemlich, ziemlich Gutes. Kennt ihr den YouTube-Kanal 5 Ideen? Der wird von Rob und Dave gemacht. Und Rob ist am Wochenende ebenfalls bei der DNX hier in Berlin. Und da sind wir einfach zusammengekommen. Und jetzt treffen wir uns Sonntag früh, drehen ein Interview für die Konferenz ein. Der Kanal ist richtig steil. Die stellen alle möglichen Bücher, alle möglichen Erkenntnisse von erfolgreichen Menschen vor. Schön animiert, schön aufbereitet. Richtig geil. Ich habe ihn bisher noch nicht getroffen. Freue mich mega drauf. Und auch das werden wir jetzt direkt noch vorbereiten. Ebenfalls check. What up next? Vorbereitung für meinen DNX-Vortrag am Wochenende. Morgen? Nee, Quatsch, übermorgen. Gibt es einen Workshop von mir zum Thema, wie funktioniert eigentlich YouTube? Wie baue ich mir Schritt für Schritt einen eigenen Kanal auf? Präsentation habe ich schon fertig gemacht. Jetzt gehe ich das Ganze nochmal durch, um möglichst gut vorbereitet am Sonntag reingehen zu können. Und auch das wäre im Kasten. Nice. Für alle, die nicht auf der, oder beziehungsweise erstmal für alle, die auf der DNX sind am Wochenende, wenn ihr mich seht, kommt kurz vorbei, sagt hallo, macht wegen mir ein Foto mit meinem Tomaten-Nomaden-T-Shirt, das ich dann auf jeden Fall tragen werde. Das hängt gerade da drüben. Und alle, die nicht bei der DNX sind, so, ich muss nochmal quatschen, ob die alle alright sind damit, aber wenn ja, ich werde natürlich den Workshop filmen und dann letztendlich bei YouTube online stellen. Mal gucken, ob das cool ist, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Bam, gleich geht's los. Jetzt ist gerade 13.06 Uhr, halb kommt Andrea und dann werden wir das erste Interview auf dem neuen Sofa drehen. Geil! So, ich glaube, Andrea ist da. Wollen wir mal gucken gehen. Das hört sich gut an. Ja. Oh, sorry, dass ich nicht auf 4 kam. Also gut, ich habe die 3 vergessen. Ich dachte schon, ich habe bestimmt was Falsches geschrieben. Nee, sorry. War meine Schuld, mein Ding. Ja, na? Ich muss noch mal kurz die Kamera in den Tiefkühler machen, damit die nicht überhitzt. So warm ist es irgendwie. Das war ein schönes Interview. Andrea, es war mir eine wahre Freude. Mir auch, dankeschön. Wundervoll. Während uns jetzt hier die Sonne ins Gesicht scheint, haben wir natürlich noch die heutigen 5 Fragen am Start. Mhm. Magst du vielleicht so als kleinen Einstieg so, für alle, die dich bisher noch nicht kennen, sagen, wer ist eigentlich Andrea Morgenstern und was macht sie so? Das ist die, Andrea Morgenstern. Ich habe einen YouTube-Kanal seit 5 Jahren und es geht hauptsächlich um vegane Ernährung, um Reisen. Ein bisschen Kosmetik und Fairtrade-Mode immer mehr und ja, so Lebensfragen einfach. Und der ist sehr, sehr erfolgreich, steht kurz vor 100.000 Abonnenten und ja. Es geht ziemlich in die richtige Richtung, könnte man sagen. Ja, deswegen, sehr zufrieden. Danke, dass du heute hier dabei bist und dass du in der Konferenz dabei bist. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf das Interview freuen. Es war sehr, sehr viel drin, insbesondere für alle, die sagen, oh, ich möchte auch gerne ins YouTube-Thema reingehen. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Wenn du jetzt sagst, so, okay, wenn du so eine Momentaufnahme machst und guckst, so, okay, was für Eigenschaften hast du, die dafür den Ausschlag gegeben haben, dass es bei dir jetzt erfolgreich läuft und dass du das, was du machst, immer weiter ausbauen kannst? Was ist so eine typische Andrea Morgenstern-Eigenschaft, für die du richtig dankbar bist und wo du sagst, wenn du die jedem einpflanzen könntest, der jetzt am Anfang steht und ich weiß, wo ich hin und so, was ist eine Eigenschaft, die du hast, die echt Leute weiterbringen würde? Ich bin zielstrebig. Also, und das, obwohl ich halt chronisch krank bin, also viel im Bett bin und sehr viel krank bin, trotzdem will ich das erreichen, was ich erreichen will und will mich nicht als arbeitsunfähig anmelden oder keine Ahnung. Also ich komme halt nochmal aus einem anderen Bereich als jetzt jemand, der auch noch gesund ist irgendwie. Und ich bin da einfach super zielstrebig. Ich sehe meine Ziele und will die auch erreichen und will auf Teufel komm raus genau dasselbe schaffen, was alle anderen schaffen können. Und ich glaube, dass das ein
großer Punkt ist irgendwie, dass man Ziele hat, die fokussiert und auch wirklich was dafür tut, weil ja von nichts kommt da nichts. Ne? Finde ich mega stark, muss ich dir auf jeden Fall ein Kompliment sagen, dass ich das immer wieder bemerkenswert finde, wie du eigentlich viel mehr schaffst als andere Leute, die so ihre komplette Zeit zur Verfügung haben. Ja, das frage ich mich manchmal, was wir so machen, ehrlich gesagt. Frage Nummer zwei, wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest an den Punkt, wo du selbst gestartet bist, wo du selbst so noch nicht so einen Plan hattest, so, was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen, und dir selbst, deinem Vergangenheits-Ich damals einen Rat geben könntest, also, hey, Andrea, pass mal auf, das und das, was hätte dich damals vorangebracht, was du mit deinem jetzigen Know-how-Stand mitteilen könntest? Ich hätte mir gesagt, geh einfach erstmal los und lass dich überraschen. Lass dich einfach überraschen, ob so Holpersteine kommen, ob du Umwege gehst, ob du 30 Mal im Kreisel wieder hin und zurück gehst, whatever. Du kommst irgendwann ans Ziel oder beziehungsweise der Weg ist halt auch einfach das Ziel. Und geh einfach und hab keine Angst davor, dass eine Entscheidung auch endgültig ist. Man hat, gerade wenn man jünger ist, auch immer noch mehr, zumindest ging es mir so, immer Angst davor, Entscheidungen zu treffen, weil man denkt, Gott, das entscheidet jetzt mein ganzes Leben. Nicht für ewig. Ja, irgendwie ein Studium oder eine Beziehung beenden oder eine Beziehung eingehen oder was auch immer, diese ganzen Sachen. Aber nein, hier ist niemand gezwungen, irgendwie was von den ganzen Sachen für immer zu machen. Deswegen ganz entspannt. Entspannt euch. Geil. Seid zielstrebig und entspannt euch. Das finde ich jetzt eine hervorragende Kombi auf jeden Fall. Ja. Wenn du mit Leuten sprichst, so, sei es über deine Kommentare oder über E-Mails oder auf Events oder sowas, was ist eine Sache, die du immer wieder feststellst, die Leute in ihren Köpfen haben, die sie aber unbedingt rauskriegen müssen, die sie zurückhält? So, was ist so eine Sache, die, da muss man unbedingt dran arbeiten? Dass die Leute zu viel Selbstzweifel haben und dadurch auch so pessimistisch sind, was Dinge ausprobieren angeht. Und immer von Angst. Ich habe immer das Gefühl, die Leute sind immer von Angst besetzt und lassen sich von Angst leiten irgendwie. Und Angst ist das, was dich einfach am meisten davor hindert, denke ich, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern einfach spannende Dinge im Leben zu erleben, die dann halt wirklich richtig Glücksgefühle ausschütten. Weil es halt wirklich die sind mit dem größeren Widerstand meistens, die dazu führen, dass man irgendwie super happy ist oder erfolgreich ist. Ja, es ist wirklich Angst. So, aber das ist auch so ein Gesellschaftsding, ne? Was uns hier eingeflößt wird und wie wir aufwachsen und sozial von unserem Staat. So, wir werden ja immer schön so runtergedrückt, dass wir möglichst viel Angst haben, damit wir uns nicht entfalten und irgendwie gefährlich werden. Ja, genau. Ich glaube, da muss auf jeden Fall was dran sein. Diese Antwort bist du nämlich nicht die Erste, die es gegeben hat. Von daher, ich glaube, da muss wirklich was dran sein. Cool. Ja. Vorletzte Frage. Die Frage hatten wir auch gerade schon im Interview. Vielleicht magst du was Gleiches sagen, vielleicht magst du was anderes sagen. Wenn du eine Ressource empfehlen könntest, die dich echt weitergebracht hat, wo du sagst, so, wow, okay, krass, das muss sich jeder reinziehen, so, sei es jetzt ein Buch oder sei es eine Plattform oder sei es ein Event oder ein YouTube-Kanal oder irgendetwas, wo du sagst, so, das hat dich in deiner persönlichen und businesstechnischen Entwicklung echt ganz schön vorangebracht. So, was sollten wir unbedingt konsumieren? Ich bin auf jeden Fall für Blinklist. Die App, die Bücher zusammenfasst und auf den Punkt bringt und wo ganz, ganz viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher, als auch irgendwie Know-how, was Business angeht, Unternehmen aufbauen, Biografien und so, wo es das alles gibt, zusammengefasst. Das ist meine größte Empfehlung, ja. Richtig gutes Ding. Wir verlinken das mal unten drin. Ich werde auf jeden Fall demnächst dazu auch nochmal eine ausführliche Review machen, weil ich das Tool echt super, super stark finde. Ja, das ist auch mega geil. Und es kostet, ich glaube, 50 Euro im Jahr oder so, ne? Wenn man gerade keinen Gutschein kriegt. Ich glaube, ja. Ich meine, dafür ist so unendlich. Aber wenn du runterrechnest, so, ist das super. Super, ja. Ja, finde ich absolut. Cool, Andrea, wenn du jetzt sagst, oder beziehungsweise wenn jetzt jemand sagt, die Andrea kann ich vorher noch nicht, so dieses cool, wie die hier unterwegs ist, wer ist die beste Quelle, um mehr von dir zu erfahren? Wo soll man unbedingt vorbeichecken und sich mit dir connecten? Auf YouTube, auf meinem Kanal, Bing. Andrea Morgenstern, und auf Instagram auch sehr gern. Packen wir unten rein. Ja. Schön. Ja, cool. Dankeschön. Leute, das war's. Andrea, danke, dass du dabei sein durftest. Danke. Danke, dass du dabei sein durftest. Danke, dass du dabei warst und hier eine Stunde deiner Zeit vom schönen Sonnenschein geopfert hast. Es war mir eine wahre Freude. Mir auch. Dankeschön. Oh yeah, was für ein fetter Tag bisher. Interview war ein Erfolg, schon so viel geschafft. Meine Fresse, richtig gut. Jetzt gibt es ein kleines inoffizielles Pre-DNX-Meetup. Wir gehen jetzt rüber ins Zoo und treffen uns mit den ganzen anderen Veganern und Veganbegeisterten und werden
ein bisschen was essen. Wir sind wieder voll zu spät dran. Lag aber daran, dass das Interview mit Andrea einfach so fett war und einfach so lange gequatscht haben. Ich finde, das ist eine gute Ausrede. Hä? What the fuck? Andrea Eingang? Yeah, hey, mein Lieber. Hast du dich schon schön gesonnt hier draußen? Ja, ich war echt gut. Hi. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, Robert. Hey, cool, hey, Mann. T-Shirt, Mann. Extra dafür. Nice, cool. Schön, dich zu sehen. Du bist ja eine coole Kamera. Was ist denn das? Yeah, every time I breathe, I can feel how I let go. Leute, dann cheers. Danke, dass ihr alle da seid. Danke, dass du es organisiert hast. Cheers. Post, 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 post. Kommt dann überall an. Weiß ich nicht mehr. Danke, Shawnee, hast du gut gekocht. Danke, danke. Gerne. Ja, zwei. Wow. Bist du zufrieden mit deiner Wahl, Robert? Bam. Oh, sehr zufrieden. Nee, nee, nee. Natural Light. Nee, nee, nee. Shorty, was hast du uns hier schon wieder bestellt? Das ist jetzt hier, man weiß es nicht genau. Wir probieren das einfach mal. Das sieht so lecker aus. So was Schönes habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Probier, Shorty. Mmh. Mmh. Das ist ein Traum? Wenn du sagst, dass es ein Traum ist, dann muss ich das auch probieren. Guck mal, hier ist ein Stück Brokkoli drauf. Das ist interessant. Hier, ist Brokkoli mit eingetrocknet. Das sind die Greens, die sind wichtig. Genau. Greens. Was für ein Smoothie, oder? Ja, genau. Okay, ich pack mir den ein, warte. Für nachher. Oh, hi. Heiß? So, die Bäuche gefüllt. Gruppe ist inzwischen etwas kleiner geworden. Die meisten sind nur zum Essen gekommen, wie man sieht. Aber das ist völlig okay. Wir gehen jetzt rüber zum Kino. Jetzt gibt es nämlich die Premiere vom Digitale Nomaden Teil 2 Film. Bin gespannt. Kann man den auch gucken, wenn man den ersten nicht kennt? Nee. Da wird am Eingang wird eine Kontrolle sein. Die auch fragt, Johnny, ob du den Film geguckt hast. Und wenn nicht, musst du leider erstmal deine Hausaufgaben machen. Genau, du musst erstmal Fragen beantworten. Wenn du nicht mindestens 50% richtig hast, dann sagen sie, Shorty, du musst leider draußen. Also, um es kurz zu machen, Inhalt, wir sind mal wieder spät dran, deswegen beeilen wir uns jetzt und hören hier auf zu quatschen. Das ist der Sascha von dem Podcast. Nice. Yes. Wir kommen als letztes, kriegt direkt die besten Plätze ganz vorne. So wie man sich das erträumt im Kino. Das ist ein Traum. Ah. Schön. So schön. Sogar im Kino wird gearbeitet hier. Der diesen Film zusammen mit Thorsten Kolsch verbrochen hat. Thorsten Kolsch ist so viel digitaler Nomade, als dass er jetzt gerade in Mallorca weilt. Aber ich dafür erinnere mich zurück an den 2. Oktober 2014. Da hatten wir hier die Premiere von Digital Nomaden 1. Und das war der andere Saal, der ist, glaube ich, daneben. Und es war eine super Sache und es war riesig groß. Und es war das erste Mal, dass ich einen Langfilm gemacht habe und einen Dokumentarfilm sowieso. Und es war ein unglaublich krasses Erlebnis. Und seitdem sind jetzt 1,5 Jahre vergangen. Und es ist einiges passiert. Und weil einiges passiert ist, sitzen wir heute hier und gucken Film 2, Digital Nomaden 2. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich erstmal sagen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Film, schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich auf die Diskussion danach. Film ab!
Das war Digitale Mann 2, Deutschland hält sich ab. Ihr habt gemerkt, Produktionszeit dieses Films war August letzten Jahres. Ja, das ist, wenn ich gerade Robert sehe, ne, das ist nicht wie bei YouTube, da kann man das nicht aufnehmen, dann nach 24 Stunden hochladen. Ne, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ne, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir es gemacht haben. Dafür ist das so ein bisschen vielleicht ein anderes Medium, ne, wo man vielleicht irgendwie nochmal zurückguckt und sagt, ja, das ist jetzt zwar schon irgendwie 8 Monate her oder so, aber wie war das da? Und yes, jetzt sind wir auf dem Rückweg. Film war cool auf jeden Fall. Ich kann euch unten drin mal die Page verlinken. Da kann man sich dann auch zum Download holen. Ist auch echt gar nicht so teuer. 20 Euro oder sowas für beide Filme, inklusive Bonusmaterial. Und zieht euch das gerne mal rein. Wenn euch das ganze digitale normale Thema interessiert, dann ist das echt ein fresh thing. So, Alvin, wie ist dein Fazit? Richtig gut, wir haben jetzt richtig gefallen. Auch nochmal, dass wir mit Ben quatschen konnten und eine Frage stellen konnten. Ich glaube, morgen wird es genauso weitergehen. Ja, mindestens. Ich bin mega excited. Sau, sau gut. Jetzt fahren wir nach Hause, beziehungsweise nein, eigentlich fahren wir nicht nach Hause, denn, was machen wir jetzt? Eis essen. Es ist ein Traum. Eis. Heute komplett andere Sorten als gestern. Waren wir gestern oder vorgestern hier? Gestern waren wir hier, gestern Abend, genau. Wir haben jetzt feinstes Karamelleis, feinstes Schokoeis und feinstes Erdnuss mit Cranberry-Eis. Alles haben wir vegan. Geiler Laden, dass der in unserer Straße ist. Ist äußerst, wie sagt man dazu? Was ist das passende Wort? Fahrlässig. Danach habe ich gesucht. Tja, zack, Eis aufgegessen. Leute, ich verabschiede mich. Es ist erst 9:45 oder 9:45 für alle die Shawnee, die diese Sprache nicht sprechen. Ich werde mich jetzt ins Video-Edit setzen, noch ein bisschen an eure Kommentare reingehen, denn ich muss mich entschuldigen. Ich glaube, ich habe seit 4 Tagen, ich bin 4 Tage im Rückstand mit den Kommentaren und ich merke, dass in den letzten 1-2 Tagen die Kommentare ein bisschen weniger werden. Ist ja auch logisch. Ihr denkt euch so, der Robert hat eh keine Zeit zu beantworten, also schreibt mir nicht, dann muss er nicht lesen und wir haben keine Mühe. Schreibt mir bitte trotzdem, weil ich werde aufschließen, ich verspreche euch das, in den nächsten Tagen, Abenden, ich werde irgendwie ein Stückchen Zeit reinzwacken, um das doch wieder zu schaffen. Deswegen schreibt mir gerne immer weiter Kommentare. Das ist für mich immer das Wichtigste, wenn ich ein Video raushaue und niemand schreibt was, dann denke ich mir so, bringt's das? Hat das was denn genützt oder nicht? Frage des Tages, und die klaue ich von Andrea vom Konferenzinterview. Andrea hat nämlich gefragt, wenn ihr morgen aufwachen würdet mit 5 Millionen Euro auf eurem Konto, würdet ihr genau das, was ihr jetzt macht, weitermachen? Und wenn nicht, was würdet ihr stattdessen machen? Und wenn dem so ist, solltet ihr euch vielleicht mal darüber Gedanken machen, Stück für Stück für Stück das in die Realität umzusetzen und die ersten Steps zu gehen. Aber das geht zu weit. Frage des Tages. Würdet ihr das Gleiche machen? Und wenn nicht, was würdet ihr stattdessen machen? Ich bin gespannt, mir die Kommentare reinzuziehen. Morgen geht DNX Main Event los. Heute Filmpremiere war schon mal richtig geil. Alvin getroffen. Super sympathischer Typ. Werde ich auf jeden Fall morgen mehr von sehen. Und bis dann. Tschüss. Stopp, ich will nochmal den heutigen Countdown einleiten. Es sind noch genau 14 Tage bis zum Start der Awesome People Conference. Genau Samstag in 2 Wochen geht's los. Ich bin ultra, ultra, ultra pumped. Heutige Video mit Andrea war wieder äußerst steil. Ihr Lieben, es wird wonderful.